Wunderschönen guten Morgen. Sie sieht glücklich aus und hat ein trauriges Gesicht auf ihrem Kopf. Ich weiß nicht, ob das richtig ist so. So, die füllen wir wieder auf. Geht noch einmal. So, jetzt. Gut, dann holen wir uns gleich mal die Sachen wieder von den Tieren. Und dann hoffe ich, dass das Labor heute offen hat. Da muss ich dann gleich schauen, dass wir uns endlich die automatische Truhe holen können. Aber, das müsste sich hoffentlich ausgehen. Wenn nicht, müssen wir ein paar Mal laufen. So. Naja, wird knapp. Wird knapp. So, wird sehr knapp. Das heißt, ich hätte vorher wieder mal schauen sollen, aber naja, naja, naja. So, ich hau hier erstmal das wieder alles rein. Dann habe ich gesehen, haben wir hier noch was zum Verkaufen? Ja. So, nehmen wir auch mit. Heute werden nämlich die Ziegen auch wieder was gegeben haben. Ach, gar nicht mal. Na, dann müsste es ein Kinderspiel sein. Dann müssten wir alles reinkriegen. So. Die Wachteln. So, und hier wird wahrscheinlich gar nichts passiert sein. Ja. Und wahrscheinlich bei den Federn auch nicht. Ah, Federn schon. Okay, na dann. Hauen wir gleich mal wieder die Truhen und alles voll. Beziehungsweise, wir machen jetzt so. Das kann rein, das kann rein. Und dann schauen wir mal in die Map. Labor hat von 8 bis 15 Uhr offen. Das heißt, ich mache hier noch gar nichts. Ich sammelt nur ein. So. Passt. Und dann passt das schon wieder. Dann holen wir uns die automatische Truhe, dann können wir unten endlich umräumen. Ah, die sind auch zu ernten. Sehr gut. Dann macht man das auch noch. Ja, bei den Federn muss ich noch schauen. So, erstmal noch hier weg damit. In 2 Tagen ist endlich der Frühling wieder da. So, wunderbar. Das heißt, dann haben wir die Felder leer. Das ernten wir noch. Wie ist jetzt hier aus? Ist hier noch irgendwas? Nee. Passt. Das heißt, die 200 Stück Hammer. Das wissen wir alles. Okay, dann machen wir es so.
Die kann man eigentlich jetzt derweil auch reingeben. Die Baumwollsamen auch. Sowie die Sprinkler. Gut, dann gehen wir uns die Truhe holen. Oh, wie schön. Endlich. So, warte mal. Habe ich schon diese Woche zweimal? Was? So, ihm können wir auch eine Kakaobohne geben, gegen die wird er hoffentlich nicht allergisch sein. Und zwar Geräte entwickeln. Ich habe die Osmium-Bahn vergessen. Nein! Verdammt! Muss ich nochmal zurück? Doch nicht. Achso, warte. Ihm können wir auch was geben. Die Osmium-Barren. Osmium-Barren. Die muss denn hier drin sein. 5 Stück. Sehr gut. Passt. Aber jetzt. Und dann schauen wir, ob wir uns eventuell noch was holen können. So. Wir haben die automatische Truhe. Ich brauche halt überall Schrott. Die bringen mir nichts ohne einen Computer. Da brauche ich Schrott. Ultimative Vogelscheuche. Faserharz. Nee. Da schauen wir dann vorher noch zum Dings hoch. Zum Schmied. Ob wir eventuell sogar unsere Axt jetzt endlich verbessern können. Ich war gestern gar nicht drüben im Wald. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber wahrscheinlich kann ich mir eh erst eine machen. So. Dekorieren. So. Gut. Wie viele kann ich mir machen? Sehr schön. Dann kommen hier direkt mal alle Sachen rein. Vor allem mal die Eier. Und meine Dings ist voll. Da haben wir noch ein Ei. Da haben wir noch ein Ei. Ei, Ei. Ich weiß nicht, ob das zu viel wird, wenn ich... Ich glaube, 4 dürften reichen. So. Dekorieren. Käse. 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 Und da müssen wir halt dann noch schauen, wie wir am besten tun. Hier wäre es vielleicht nicht schlecht.
Achso, bin schon wieder voll. So. Dann haben wir hier drüben die Milch. Ein Trüffel. Die Milch. Käse, Tee, Trüffel, Käse. Das, das. Ja, aber die Feder nimmt, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Dann können wir hier mal weghauen. Die kann ich mir nicht leisten. Ich habe zu wenig Hartholz. So, das heißt, eigentlich bin ich ja doof. Weißt du was? Die Sachen hier, wenn die fertig sind, kommen unten hin. Ich hab Post. Von wem? Von Charles. Ein neues Rezept. Ein Burrito. So. Ich stelle die jetzt einfach nur mal auf. Ja, die Düngemaschine weiß ich nicht. So, pass auf, dann machen wir das jetzt anders. Wir dekorieren um. Eine brauche ich eh hier. So, warte, ich hoffe, dass... legt sich nicht. Jetzt gehe ich raus. Und wieder rein. Achso, das ist jetzt nur ein bisschen buggy. Naja, was soll's, was soll's, was soll's. Hier machen wir am besten. Das heißt, hier bräuchte ich noch eine zweite. Fehlen mir eben die Osmiumbahn. Okay, dann machen wir das anders. Dann holen wir jetzt die Osmiumbarren und Eisenerz runter. Brauche ich dann sowieso weit mehr. So, ich hau mal Osmiumerz rein. Ich habe keine Kohle bei. Und so. Das heißt, dann müsste das... Und da brauche ich eben die Kohle. Okay, das heißt, ich könnte im Grunde genommen den Rest auch noch reinschmeißen.
Seetang sowieso. Die Barren. Das. Warte mal, kriege ich die dann irgendwie anders noch rein? Die ist leer. So. Baumwolle noch. Das kommt hier noch rein. Und dann kommen die Sachen hier noch rein. So, dann sortieren wir das Ganze mal. Das ist, die kann ich sowieso mal rausnehmen. Das kann noch rein. Okay. Dann holen wir oben noch die restlichen Sachen runter. Da muss ich eh schauen, die Scheune und so. Das werden wir wahrscheinlich irgendwo hier oben hinstellen am besten. Die lassen wir leer laufen. So, dann brauche ich hier die Kohle. Sehr gut, dann kann ich die direkt auch gleich reinschmeißen. Das kann noch rein. Die Feder muss raus. Was muss ich dann noch reinschmeißen? Sonst eh nichts. Die Feder. Okay, und dann kann das eigentlich im Grunde genommen ja schon mal arbeiten. Da brauche ich eben Hartholz-Osmium-Barren. Da brauche ich Osmium-Barren, Osmium-Seetang. Ah, die Truhe ist halt nicht mit den Begriffen. Gut, 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 gut. Dann mach mal einmal hier. Dann lasse ich das gleich drinnen. Gehen wir mal hoch zum Schmied. Hier. Ob unsere Axt heute, unsere Spitzhacke bereits fertig ist. Waren das schon 4 Tage? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
einen Tag noch. Nun gut, okay. Dann hauen wir das jetzt hier noch schnell raus. Das braucht jetzt keiner mehr. Dann machen wir das rein, das rein. Das können wir auch noch verkaufen. Das kann auch rein. Das muss ich unten reingeben. Dann kommt das hier noch rein. Die Angel. Was brauche ich dafür? Ich glaube, das war Seetang, ne? Oder Seetang Essenz müsste das gewesen sein. 40.000. Okay, Strandhütte hat bis 17 Uhr offen. Und ich glaube Hartholz. Ah, jetzt habe ich das Hartholz rausgenommen. Müll habe ich jetzt auch rausgegeben. Toll. Entschuldigung. Und Hartholz. So. Dann schauen wir mal. Ach so, aber das Hartholz würde ich halt auch oben brauchen. Es würde sogar gehen. 20 brauche ich. 15.000. Weißt du was? Egal. Ja. Egal. Achso, ihm hätte ich ja auch gleich noch was schenken können. So, komm her. Kriegst du für mich eine Kokosnuss? Oder eine Kakaobohne, besser gesagt. So. Gut. Ist wunderbar. Was wollen wir denn jetzt machen? Wieder ins Meer gehen. Angeln kann ich jetzt nicht. Angel habe ich jetzt gerade abgegeben. Warte mal, habe ich hier Dingsbums drinnen? Nee, da habe ich gar nichts drinnen. Ich könnte aber die mysteriösen Boxen. Geht das? Edelsteine, Artefakte, Fossile, Erz und Seetang. Na gut, dann funktioniert das leider nicht. Dann haben wir das wieder rein. So. Das kommt hier noch rein. Die sind dann eh auch gleich fertig. Hier ist halt jetzt dann schon was los. Das heißt, das haben wir noch dazu rein. Kann ich das aus... übertragen, auswählen, Transfer, alles. Nee, das geht nicht. Naja. Passt schon. Das passt so schon. Okay. Dann, wenn das aber so ist,
brauchen wir Osmium, Seetang, Osmium, Baren. Okay, 31.000. Nee, für einen Computer. Ich brauche sowieso hier. Da habe ich 8. Wir gehen wieder runter. Probieren wir nochmal. Schauen wir, ob wir Glück haben. So. Hopp. Da war's uns eh nix. Also vielleicht nicht so klug, wenn ich wieder nach oben gehe eigentlich, ne? Seepferdchen. Ja, der Computer wäre halt schon eine coole Sache, wenn man den auch noch haben würden, weil dann würde man immer sehen, ob da was da ist, das wir noch brauchen, das uns noch abgeht. Den nehmen wir auch mit. Eine Feuerqualle? Sie ist nur anderen Quallenarten gegenüber gemein und hält deren Population in Schach. Die brauche ich. Wunderbar, dann haben wir die. Und dann brauche ich noch ein Tierchen, das im 20-30er Bereich ist. Aber die hat jetzt ausgesehen wie normale, also wie etwas, das wir eh schon oft gehabt haben. Oder ich habe einfach zu schnell geschaut. Kann auch sein. Dann sieht eh alles fast gleich aus. Ja. Sagen wir jetzt halt einfach mal so. Gut. So, hier haben wir alles, passt perfekt. So, dann muss ich in die 2030er Ebene. Das ist dann hier. Dann schauen wir noch, ob wir den auch noch kriegen. Das müsste eine Krabbe sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. 'Jetzt habe ich mich erschrocken vor dem Fisch. So. Hallo.
Nee, was ist denn da los? Seepferdchen oder Seedracheninvasion heute? Abs. So. Ist denn hier unten noch etwas? Entdeckte Garnele nehmen. Achso, das ist keine. Oh, das ist eine Butzergarnele. Huch, siehst du, selbst das kenne ich alles noch nicht auseinander. Ist, glaube ich, egal. Man sieht es dann eh, was es ist. So. Dann haben wir denn hier drüben. Nichts Neues. Den haben wir bereits. Da ist, wie es aussieht, auch nichts mehr. Da ist wieder so einer. Wo sind wir? Hier im untersten Bereich. Okay. Da sind wir schon zu tief. Das ist 35er Bereich. Aber es steht halt 2030. Aber wir können ja mal schauen. Fangschreckenkrebs, den haben wir schon. Glaube ich. Ja. Okay, da geht es dann eh noch mehr zum... zu den Seebewohnern oder Meeresbewohnern weiter. So. Da haben wir hier wieder eine Garnele. Nehmen wir mit. Okay, nee, wie es aussieht. Oh, da hinten war noch Seetang. Den nehmen wir noch mit. Den lassen wir nicht da. Einsiedlerkrebs haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, 18 Uhr haben wir es. Okay. Ja, war jetzt nichts dabei. Ich möchte jetzt auch nicht immer da drin bleiben. Wir könnten die kommen noch nach unten. Ah, warte mal, herstellen. Was geht mir ab? Osmium Barren. Mal schauen, ob wir da schon so weit sind. Die hier ist neu. Passt, gut. Dann kommt die auf jeden Fall mal rein. Okay. Oh, da war noch was. So, jetzt. Schauen wir, ob die Barren bereits fertig sind. Zwei. Ich brauche aber drei. Na, okay. Können wir gleich verkaufen? Das, 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 das.
das. Gut, das war's eh. Okay. Jetzt wird's hier oben auch ein bisschen leerer. Gott sei Dank. Die Axt haben wir dabei. Dann schauen wir da noch rüber. Wegen unserem Hartholz. Da brauche ich ja auch ein bisschen was. Ah, kann ich 4 Tage aushalten ohne meine Dings? Ohne meine Axt. Oh, der ist schon da. Wie seine Zunge zeigt. Hat nichts fallen gelassen. Frech. So, dich nehmen wir mit. Du musst nicht allein in der Nacht draußen bleiben. So ging es. Ah. Ach, verdammt. Hier liegt auch noch einer. Da komme ich eh noch nicht hoch, ne? Nee. Hi! Hast du irgendetwas, was ich brauchen könnte? 11:11. Ein Geldhut. Aha, der ist neu. Alter, was, da hat was 700.000 gekostet. Was war das? Meerjungfrau Vogelscheuche. 700.000. Das ist ein Scherz. Nicht? Okay. So. Sonst ist hier eh nichts. Ich nehme auch noch mit. Das ist halt nix. Da haben wir alles, das wissen wir. Das kann sowieso weg. Das kann weg. Die können weg. Da wissen wir auch alles. Jawohl. Wunderbar. Dann kloppen wir hier mal noch ein bisschen was weg. Also mal gleich ein bisschen was freiräumen für den ersten dann. Dass wir gleich umbauen können. Halt das. So. Und wie ich das dann alles genau mache, weiß ich nicht. Das muss ich mir dann in Ruhe alles anschauen. Freigeschaltet haben wir halt auch alles noch nicht. Und da wäre es halt nicht schlecht, wenn wir erstmal das alles noch ein bisschen produktiv aufziehen. Und dann kleinweise dann immer schauen, wie wir vorgehen. Weil Stadtbewertung, da werden wir auch nicht hochkommen. Ich kriege für alles 3 Punkte. Und ich habe hier jetzt drinnen eines. Das heißt, den 3 Punkte mehr. Es wird sich nicht ausgehen.
gucken wir hier mal weg. Ich weiß, das würde mit dem Architektentisch wahrscheinlich viel, viel besser gehen. Nur ehrlich gesagt, in der ersten Staffel, wir hatten so viele Abstürze. Ich traue mich da fast direkt nicht mehr drüber. Wahrscheinlich ist es eh schon behoben. Aber weißt du, wenn das alles weg ist, 40 Minuten Aufnahme oder so. Oh, das wäre schon bitter. So. Halt. Das wollte ich gar nicht. Gut. Dann haben wir das jetzt erstmal. Jetzt könnte ich noch schauen. Barren ist noch nichts fertig. Okay, ja, dann müssen wir das morgen machen. Macht ja nichts. Gut, 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 gut. Dann ist es eh schon wieder Zeit, ins Bett zu gehen. Und ja, dann schauen wir uns alles andere morgen dann weiter an. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen.